Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Together Iron. Hallöchen. Ja, wir sind hier im Garten der Balaur immer noch unterwegs. Und so ein Ether-Feldbeschützer brauchen wir noch. Da hinten steht er. Nee, krieg mal los. Ich brauch keinen mehr. Dann hast du einen zu viel gehauen schon. Ja, ich brauche noch einen. Achso. Dann ist ja gut. Ich bin gerade hier auf der Suche nach dem Dokument. Ah, hier ist das Dokument. Da ist das Dokument. Okay. Wo? Hier bei mir. Wo ist denn die? Da. Das ist manchmal nicht richtig aktualisiert. So, okay. Bim, bim. Bin unterwegs. Ja, alles gut. Bring was mit. Alles gut. Okay, kleine Rücksetzer gab es doch. Aber ja, gut, kann alles passieren. Gut. Wie gesagt, wir hatten es in der letzten Folge schon erwähnt. Wir patchen nebenbei Star Wars. Und da könnte es mal zu kleinen Lecks oder vielleicht auch Rücksetzer wie jetzt gerade eben kommen. Aber minimal halt, da geht das schon. Im Vergleich zu anderen Ion-Folgen, ja, an die ich mich noch lebhaft erinnern konnte, wo ich doch durchgequält habe. Also da sind wir ja jetzt noch ganz gut dabei. So. Ich habe mich gestern Abend übrigens ein bisschen aufgeregt. Ja, da ist das denn nichts Neues? Weil ich Zeitung gelesen habe. Ach so, über was hast du dich da aufgeregt? Ja, da waren mehrere Artikel, die mich ein bisschen aufgeregt haben. Ach so, hast die Bild gelesen? Ja, ich habe die Bild gelesen. Ohne Adblocker. Hast du auch schon gelesen, oder? Nein. Nee? Okay. Ich lese Bild nicht. Oder das zumindest mitbekommen, was sie gemacht haben. Oder zwei sind zwei. Also das eine Sache ist jetzt nur bildabhängig und das andere ist bildunabhängig. Also ich habe der letzte größte Aufreger, den ich gesehen habe, ist ja, wo sie hier den Flüchtlingsproblematik hin oder her, aber da war halt wirklich so ein AfD-Politiker, glaube ich, bei Stern-TV in der Dings und hat halt mit der Deutschlandflagge rein. Soweit ich weiß, hat die Bild halt einen Artikel geschrieben, ja, der provoziert mit der Deutschlandflagge. Also ganz ehrlich. Genau. Aber die haben die Leute. Flüchtlingsproblematik hin oder her, aber wenn wirklich die eigene Flagge in einem im eigenen Land anfängt zu provozieren, dann läuft auf jeden Fall was verkehrt. Kann man nicht anders sagen. Weil zur WM und zur EM geht's ja auch immer. Ich meine, da rennen Tausende mit den Flaggen runter hin und her und auch da waren, sag mal, viele von außerhalb da und trotzdem hat's doch keinen gestört. Und warum soll das jetzt auf einmal provozieren? Hier. Lest die Übersetzung. Tja, so sieht's wohl aus. Ja, nee, die haben jetzt teilweise, keine Ahnung, das war für mich sehr kontrovers. Ich weiß nicht, warum man sowas macht. Ob man dafür auch die rechtliche Befugnis davon hat. Man hat jetzt, gezielte Facebook-Kommentare, hat die Bild rausgesucht. Ne, von irgendwelchen Leuten, die jetzt irgendwie gehetzt haben gegen Flüchtlinge, irgendwie sowas, das Dreckspack oder die Viecher oder sowas in die Richtung. Und hat, diese Kommentare mit Namen als, keine Ahnung, als erstes Seitebild auch ganz oben halt gleich veröffentlicht und da waren ca. 20 Kommentare mit Namen, kann man die Leute raussuchen, rausfiltern, so nach dem Motto, ja, Staatsanwalt, übernehmen sie oder sowas in die Richtung halt, ne? Ja. Ja, also ich sag mal so, das ist einerseits, einerseits, das muss erstens nicht sein, weil letzten Endes, nicht jeder will alles unbedingt gleich öffentlich schreiben. Zweitens ist es nun wirklich eine andere Sache. Einerseits, klar. Man das ja öffentlich irgendwo lesen. Ja, natürlich, Probe, ja, aber wie gesagt, man muss es ja nicht aufbauschen. Und gerade ist ja nicht nur die Bild. Es sind viele öffentliche Medien momentan, die halt wirklich eine stark einseitige Berichterstattung bringen. ARD hat es momentan ja sogar zugegeben, dass er halt, sagen wir mal, wenn sie Bilder von Flüchtlingen veröffentlichen, immer nur kleine Kinder und Familien nehmen, um quasi auf die Tränendrüse zu drücken, anstatt halt, ist ja nun tatsächlich so, die ganzen 80%igen Männer sind ja 80% Männer, die um die 20, die ja momentan bei uns auftauchen und schlicht und ergreifend, weil halt die, soweit ich weiß, die, sagen wir mal, die sind, die die größten Chancen haben, deswegen wurden die von ihren Familien vorgeschickt. Soweit ich weiß, ist das der Grund. Jedenfalls aber versuchte ARD da halt auf die Tränendrüse zu drücken. Und es ist halt momentan eine sehr stark einseitige Berichterstattung. Es wird nur die eine Seite, nämlich die Flüchtlinge sind alles gut und alles pro Merkel berichtet. Und dann sieht man mal, wie oha, groß. Moment. Geht gleich weiter. Ja,
Namen Tiamats schütze ich diese. Wagt es nicht näher zu kommen. Kommt mir nicht in die Quere. Ihr könnt Berita nicht stoppen. Das letzte Siegel. Ja, so, da sind wir wieder. Übrigens, dass hier einfach nur per Ort die Dinge freigeschaltet wurden, also da, ja, die, solche Effekte, also eben gerade wie das Wandbild oder sowas in der Art, hat man auch selten in Ion gefunden. Das ist neu, ja? Du? Bist du noch da? Du hast dich gemutet? Oh ja, doch, bin schon noch da. Habe auch gerade schon erzählt gehabt. Ja, auf jeden Fall hat mich das auf jeden Fall auch ein Stück weit gewundert, deswegen habe ich ja eigentlich auch noch irgendwie, keine Ahnung, was zum Anklicken gesucht gehabt bei dem Wandbild auf jeden Fall. Mhm. Und naja, hier war es ja eigentlich jetzt genauso gewesen. Ne? Genau, also, genau. Ja. So, zurück zum Thema. Wie gesagt, es ist halt ein kontroverses Thema. Letzten Endes, ich lege mich nicht da noch nicht hundertprozentig auf eine Seite fest. Fakt ist momentan, wie gesagt, dass aber wirklich die Berichterstattung stark eben einseitig ist. Es wird immer nur auf denen in Anführungsstrichen herumgehackt, die gegen Flüchtlinge sind, und die für Flüchtlinge machen immer alles richtig. Das ist das Schlimme. Es war ja hier die bestes Beispiel eben der Typ hier von der Pegida, der wo sich jetzt momentan alle drüber hier schickieren oder mikieren, keine Ahnung, wie nennt man das gleich. Markieren, keine Ahnung, ist egal. Hier, wo sich jeder drüber aufregt, von wegen hier, weil er so einen Galgen gebaut hat, wo halt der Herr Gabriel, der ja das normale Volk, die Leute, die nicht nur, sagen wir mal, kritisieren, sondern oft genug ist es ja so, ich hatte das schon mal in einer der Fiesta-Folgen, bevor das mit der Flüchtlingsproblematik eben so groß geworden ist, habe ich das ja erwähnt. Die meisten Leute, die da hingehen, die haben einfach nur Angst. Warum haben sie Angst? Weil sie vielleicht nicht genau richtig aufgeklärt sind. Weil sie halt, sagen wir mal, Schreckensgeschichten hören, die aber nicht bestätigt werden, die einfach in den offiziellen Medien unterdrückt werden. Es wird keine Aufklärung betrieben in Sachen hier. Ist gar nicht alles so schlimm. Oder eben, doch, es ist genauso schlimm, aber keine Sorge, Leute, wir arbeiten dran. Die Leute haben Angst, und anstatt quasi auf die Ängste einzugehen von der Politik, sagt der Herr Gabriel, ja, das ist ja alles Pack. Also da war ich dann auch ein bisschen stinkig. Dass sich ein Politiker, ein Volksvertreter vor das Volk stellt und ihr seid alles Pack sagt. Klar, der hat jetzt nur die, sagen wir mal, Pegida-Teilnehmer oder sowas gemeint, aber letzten Endes jemand, der auch nur annähernd nahe an diese Meinung kommt, wurde damit automatisch beleidigt. Und dann, wie gesagt, geht halt einer auf diese Pegida-Demo und hängt dort quasi einen symbolischen Galgen, wo er den Gabriel das Pack plus Merkel ranhängt und soll jetzt quasi wegen einer Morddrohung eine Anklage kriegen. Also okay. Ja, andererseits, zwei Tage vorher war eine TTIP-Demo, die allerdings nicht von, wenn er denn rechts ist, nicht von rechts. Die kann man auch die Questen annehmen. Ja, genau. Sondern quasi teilweise von eher dem anderen Spektrum gemacht wurden, beziehungsweise ja eher mittig sind, sagen wir es mal so. Da gegen TTIP bin ich übrigens auch, absolut. Wenn die ein bisschen näher dran wäre, würde ich da auch mitmarschieren bei der Anti-TTIP-Demo. Solltet ihr euch mal informieren, was das ist, und dann ja weinen. Und dann weinen. Ja. Dann weinen. Ja, gibt's auf Clickzoom beispielsweise. Guckt mal Clickzoom rein. Da ist ein nettes Video, wo die TTIP, das Pro und Contra, ein bisschen erklärt wird. Guckt mal im Kanal Clickzoom. Da findet ihr ein bisschen was. Da ist aber auch zu dieser Demo ist einer mit einem, keinem Galgen, sondern so ein Schafott hat er sich gebastelt, und im Prinzip dasselbe. Darüber kräht aber kein Hahn auf einmal. Aber jetzt, wie gesagt, bei Pegida, ein billiger Galgen, der nicht mal so einen Hohlkopf wie Merkel oder Gabriel gehalten hätte, auch wenn die schon recht leicht sein müssen, der wird quasi mit einer Morddrohung verklagt. Es ist, wie gesagt, es steht in keinem Verhältnis heutzutage mehr. Man muss halt wirklich aufpassen,
Oder wenn man schon berichtet, dann sollte man von beiden Seiten berichten. Das ist meine Meinung. Man sieht das ja teilweise auch schon. Also, ja. Wie gesagt, wenn du jetzt wirklich, gut, die Kommentare waren dann schon teilweise relativ heftig, die jetzt die Bild ja so gesehen veröffentlicht hat. Natürlich, es gibt einige, die es übertreiben stark. Ob man sowas dann halt unbedingt extrem so krass an den Pranger halt stellen muss, weil, ja, das ist halt trotzdem nochmal, keine Ahnung, es gibt auch im Fußball sowas in die Richtung, also ich bin ja großer Fußballfan und keine Ahnung, dann liest man halt auch immer wieder irgendwelche Sachen wie, scheiß Bayern-Pack oder scheiß Bayern oder. Ja, wie gesagt, genau. Oder so. Ich sag, und es sowas, gibt, das gibt's doch, genau, ganz, gibt's ganz so genau. Und es gibt halt, ja, eben. Und es gibt halt auch, sagen wir mal, linke Extreme, vorausgesetzt, das sind halt alles Extreme. Wenn sie so extrem schreiben, kann man sie vielleicht drunter rechnen. Also sag mal, das sind rechte Extreme gewesen und linke Extreme gibt's auch, die schreien, ja, man sollte die alle aufhängen, dieses und jedes oder in der Art. Und wie gesagt, da kräht wieder kein Hahn drüber. Da sagt man, ja, okay, das ist ja Meinungsäußerung, das darf man hier in Deutschland. Das ist das große Problem. Ich hab's schon mal auch, wie gesagt, in einer Fiesta-Folge erzählt. Das Problem ist, wenn man alles, was den Leuten nicht passt, in die rechte Ecke stellt, was ja momentan der Fall ist. Alles, was irgendwie nicht passt, ist in die rechte Ecke gestellt. Ich wurde auch schon mal, einfach nur, weil ich auf einer Anti-GEZ-Demo war. Wer Fiesta guckt, wird auch darüber was wissen. Ich habe, glaube ich, den letzten Schatz nicht mitgenommen. Ich renn Vieh. Ich habe auch noch gar keinen Schatz. Das ist okay. Ja, das passt schon. Ja, wie gesagt, alle, die, wie gesagt, ich war auf so einer GEZ-Demo und da wurde ja auch gesagt, ja, alles Rechte nur da gewesen. Gar nicht der Fall gewesen. Die paar, die da waren, die wurden regelrecht ausgegrenzt. Wie viele waren denn da überhaupt gewesen? Waren nicht viele da, oder? Es waren nicht so viele, es lag aber mehr oder weniger am Wetter und letzten Endes halt auch an der Negativberichterstattung. Am Anfang hieß es ja, geht da nicht hin, da kommen nur Rechte, die wollen euch verkloppen, so in der Art. Gab's da dann halt, ja, da sind nur Rechte, alle, die da sind, sind Nazis. Das schreckt auch schon wieder viele ab oder hat viele abgeschreckt. Hier ist noch so ein Teil. Wie gesagt, dann war das Wetter auch noch so extrem klirrend kalt, dass da keiner hingehen wollte. Und entsprechend falsche Zeit, falscher Ort, aber eigentlich das richtige Thema. Man muss gegen solche Medien-Moloche schon was tun. Und wie gesagt, da wurde auch einfach gesagt, ja, das sind alles Rechte, das sind alles Nazis. Alle, die da hingehen, alle, die protestieren ja gegen das System. Die wollen halt keine 17, bald 18 Euro, weil die ARD will ja wieder erhöhen, genau wie der WDR, auch wenn deren Intendant. Ja, das habe ich auch, das war das, was die zweite Sache war, die ich gestern gelesen habe, die mich auch so ein bisschen aufgeregt hat, weil, wie soll man sagen, also ich meine, ich für meinen Teil bin halt überhaupt kein TV-Schauer, ich hasse TV. Ja. Man kann wirklich sagen, ich hasse die TV, wobei, auf der anderen Seite natürlich, klar, im TV ist aktuell noch, wird aktuell noch mehr Geld für Werbung gezahlt, auf jeden Fall, sodass dann natürlich auf jeden Fall auch bessere Produktionen bei rumkommen. Ja, richtig. Aber so Serien wie Game of Thrones oder Breaking Bad oder so, die sind auch nie produziert worden. Ja, absolut. So, ich meine, das wird auch zum, genau, das wird zum Teil auch bleiben. Vielleicht wird es irgendwann übernommen wie von Streamingdiensten, Amazon, Netflix etc. pp. Aber grundsätzlich hier quasi die Großserienproduktion wird schon in der Form bleiben. Du bist hinter dir ist was. Mhm. Wie gesagt, das große Problem ist ja, dass wir halt den mit Abstand teuersten öffentlich-rechtlichen die öffentlich-rechtlichen Kanäle haben, andere bei der Masse an Leuten, die wir haben, ich brauche mal eine Heal. Ja, ja. Bei der Masse an Leuten, die wir haben, ist es müssten wir theoretisch, wenn wir auf dem Stand von anderen sind, bei maximal so 5 Euro sein, haben aber hier tausende Fernsehkanäle, na gut, tausende ist vielleicht übertrieben, aber ich glaube 171 öffentlichere Kanäle, inklusive Radios, die öffentlich-rechtlich kriegen, die einfach so bezahlt waren und bei denen erstens teilweise immer nur dasselbe kommt. Da fragt man sich doch, was machen die mit dem ganzen Geld? Und zweitens, wie gesagt, kommt da nicht nur immer nur dasselbe, sondern es ist auch total billig produziert und oft genug mehr oder weniger abgeklatscht von den privaten Sendern. Ja. Irgendwelche Billigkopien, da wird halt Millionen oder Milliarden werden ausgegeben, allein für die Fußball-EWM und EM, die RTL aufnehmen. Das Problem ist ja, die RTL und so würde die durchaus auch übernehmen, die Spiele. Und offensichtlich in der Bundesliga und Ähnlichem geht's ja nun auch. Und wie gesagt, letztes Mal hat der liebe Herr von ARD
ZDF, also vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen, haben gesagt, ja komm, wir kaufen mal die Fußballrechte. Wenn RTL mitbietet, dann überbieten wir. Das dürften die eigentlich gar nicht, meiner Meinung nach. Weil letzten Endes, die sollen ja für eine Grundversorgung sorgen. Und wenn die RTL die Versorgung übernehmen will, wird da keine Grundversorgung gebraucht, meine Meinung. Und wie gesagt, für RTL zahlst du keine Steuern, da hast du da halt die Werbung dafür. Die werden, naja, klar, würde okay, dann vielleicht mal eine Werbung. Nächste Folge darüber. Ja, okay, mach mal. Ja, also in 2 Tagen. Wir bedanken uns fürs Einschalten. War auf jeden Fall mal eine Themenfolge diesmal. Ich hoffe, das hat euch so gefallen und ihr auch honoriert. Fortsetzung folgt. Like. Genau. Genau. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.